Oh Mann! Kann doch nicht wahr sein. Die ganze Zeit ging es da auch. Bin schon auch drüber gekommen. Und jetzt. Ah, verdammt, ey. Das hat er es auch geschafft. Ah, die Dinger respawnen wieder. Danke. Okay. Cool. Marineeinheit. Bewerb dich doch. Oder hast du das schon gemacht? Keine Ahnung, ein bisschen. Keine Ahnung, das gibt es hier als Spielmodus. Das kann man nicht als Spielmodus hier machen. Das hat irgendjemand erstellt hier. Ein Scheiß. Was ist dann drin für Arme, wenn man GTA nicht hat? Ja. Die Kiste rutscht voll hier. Na, pass auf, bald kann man Tuning-Treffen in Fortnite machen. Okay. Ja. Ja, moin! Was war das denn? Nein! Bin jetzt noch beim KSK und kann auch nicht zum Moin. Was ist KSK? Nein, oh. Hä? Hallo? Hallo? Nein! Oh. Das hat doch keine Zukunft hier. Bis dich. Ja, moin, danke. Bin reingefahren. Geil. Ab mal wieder. Ui. Ach, die Kiste rutscht voll, ey. Max kam klar, aber dieses Scheißding rutscht voll. Jetzt gar nicht ausgestiegen. Was ist denn das für ein Mist? Was macht denn er hier? Er rennt einfach. Jetzt habe ich ihn umgenietet. Auf! Leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht. Hallo. Hä? Was war denn das jetzt für eine Lost-Aktion? Controller ist doch voll. Moin, moin. Nani, 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 nani. Ah. Was bei Maria cool ist, hä? Oh, oh ja, ich hab's geschafft. Oh. Oh, du.
Nein, 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 nein! Oh, verdammt! Los, Leute, liken, 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 teilen! Los, die Süßen! Spammen, spammen! Nein! Och Mann, ey. Jetzt hänge ich hier wieder 3 Stunden fest. Ah. Also manchmal frage ich mich echt, die fahren wirklich alle da rein? Muss er drumherum fahren, Mensch? Ich verstehe das nicht. Oh, das habe ich auch nicht gesehen, sofort gesehen. Ja, moin. Oi! Cool. Oh ja. Es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Eine Viertelstunde machst du das schon hier. Du kleiner hessischer Kackspaten, Junge, ey. Kann doch nicht wahr sein. Naja, bin ja sowieso gleich fertig. Ist nur ein bisschen belastend. Ich weiß nicht, was die Runde 1 von 3 heißen soll. Ob das 3 Spiele sind oder ob man das 3-mal machen muss oder so. Ah, scheiße. Ah ja, ah ja. So ein Ding ist das also. Ja, moin, kommt aus meinem LKW. Ah, geil. Ich hab gewonnen! Hä? LOL! Hä?
Wie denn das jetzt so? Und da 1 von 3 gewonnen. Ach du himmlische Kanonenkugel. Wünsch dir was. Ah ja, kannst du also auf allen spielen. Windows, PlayStation, Xbox und Switch. Keine Lust jetzt drauf, noch ein zweites zu machen eigentlich. Ich will noch ein bisschen normal spielen. So. So, wer ist denn jetzt hier noch nicht so am Start, Leute? Ich habe jetzt gar nicht so auf den Chat geachtet hier. Ist hier noch jemand am Start? Sterne. So, das heißt, ey, ich habe 1200 V-Bucks, sehe ich gerade oben. Oh ja. Old school feeling is coming home. Oh, ich habe eine Anfrage bei eBay, meine Dame. Das waren damals so meine Zeiten vom Golf, vom Golf sag schon, vom Polo. Wo das Lied so ein bisschen bekannt war und Kumpel ständig das für irgendwelche Sachen verwendet hat und so. Boxen? Nebenbei noch ein bisschen nach Golfteilen und sowas gucken, ne? Eine gebrauchte Gaming Asus hier Dingsbums da hier Grafikkarte hier von Asus, eine 3060 Ti, ist
hast die gebraucht? Ja. 869 Euro. Alter, da brennt mir der Kopf. 800 Euro für eine Grafikkarte. Und in ein paar Jahren ist der Mist nur noch 100 Euro wert. Dart, hast du schon mal einen Golf 2 als Rechtslenker gesehen? Bisschen leiser machen wir da. Bei mir steht nämlich gerade einer in Kleinanzeigen drin. Ein Engländer mit Papieren und alles, also auch für. Das wäre mal was. Golf 2 geholt und dann als Rechtslenker. Scheunenpfund, siehst du. Da habe ich die Anzeige hier noch irgendwo. Ich kann sie dir mal, wenn du möchtest, ja mal schicken. Garagenpfund 1989er Golf 2 GTI 8V ZE2 großer. Große Stoßstangen, 2500 Euro will dafür das Ding haben. Bitte hier ein Garagenfund, ein Original 98er aus 92 aus England ohne Motor. Englische Fahrzeugpapiere sind vorhanden. Eine Anmeldung in Deutschland ist damit möglich und recht simpel. Gewindefahrwerk ist verbaut. Rechtslenker. Der hat grüne Lex-Maulfelgen in 7x15 und 9x15. Schwarze Rücklichten mit diesem durchgehenden schwarzen Ding. 2500 Euro. Natürlich. Die Supras und sowas oder generell so Nissan Skyline und sowas, das ist da auch alles Rechtslenker und die fahren in Deutschland rum. Musste ich halt nur ein bisschen umdenken. Ist halt beim Einparken schöner, sag ich jetzt mal, wenn du jetzt seitwärts einparkst, aber musste ich halt nur ein bisschen umdenken. Also wenn du überholen willst, ist schlecht dann, ne? Weil du siehst es ja dann demzufolge nicht. Aber fahren darfst du die. Also es gibt ja kein Gesetz, wo du steht, dass du links oder rechts länger nicht fahren darfst. Ist ja im Grunde genommen ein ganz normales Auto halt, ne? Ich hatte auch schon mal damals, wo ich meine Polo-Zeit hatte, stand bei mir in der Nähe ein Polo 6N auch als Rechtslenker. Da stand es sogar, da habe ich nachgeblättert gehabt, in Deutschland gab es von den Teilen, ob es jetzt angemeldet war oder nicht, ist ja erstmal scheißegal, aber offiziell Zahlen, 5 Stück, 5 oder 3, ich weiß es gerade gar nicht mehr, 3 Polo 6N als Rechtslenker. Den wollte ich mir damals holen, habe es aber leider nicht gemacht, weil, ja, meine Polo-Zeit war natürlich auch die Zeit, wo natürlich, naja, egal. Aber das Ding, könnt ihr mal hier, guck, da, hoppala, hoppala, da, ich mach mal hier. Das reflektiert jetzt natürlich schön. Golf 2 als Rechtslenker. Englischen Papieren, ey. Ist natürlich ein, zwei Sachen natürlich. Die Scheinwerfer müsstest du dann, glaub, ändern. Also auf den Linksfahrverkehr, weil die sind ja dann ein bisschen anders. In dem Fall leuchten sie ja dann halt rechts niedriger und links halt höher. Also genau umgedreht. Kasperbude, nö. Das ist ein ganz normaler Zweiergolf, halt nur mit grünen Felgen. Der ist ganz normal rot und hat halt nur grüne Felgen drauf. Das ist daran Kasperbude. Und halt das Kennzeichen, das englische Kennzeichen ist halt noch dran. Große Stoßstangen, ansonsten ist halt da nichts. Da hier. Den Lachser, der Lachser gefällt mir hier. Schöne Felgen drauf, schöne breite Felgen drauf und einfach hier hinten. Alleine das Teil hinten, die Rückleuchte mit diesen durchgezogenen Dings, das findest du alleine schon extrem selten. Das findest du beim Golf noch nicht mal mehr.
diese durchgezogene Leiste. Und beim Audi zum Beispiel 100 oder 80 oder irgend sowas, diese Leiste findest du auch fast gar nicht mehr. Und wenn, dann so kostet das Schweinegeld. Ja, die beißen, natürlich sollen die beißen. Die sollen ja auffallen. Das ist ja, also, ich hätte es auch so gemacht. Grün. Ah, vielleicht habe ich ja. Vielleicht habe ich da sogar schon eine Idee. Brauche nur noch passende Felgen für meinen endlich mal. Ich weiß absolut nicht, was ich mir da holen soll. Echt, also, das ist so Katastrophe einfach. Ich finde keine Felgen für meinen. Wobei ich jetzt bei mir auch nochmal nachgucken muss. Ich spoilere mal wieder eine kleine Ecke. Gestern? War es gestern oder war es vorgestern? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Es war, glaube ich, gestern. Stehe ich so, futter eine schöne Bratwurst, denke mir so, okay. Scheiße, ich habe noch keine Waffe. Futter eine schöne Bratwurst, gucke mir das Auto so an, weil ich ja gerne mal den Lachs mir von immer mal so angucke. Und denke mir so, irgendwas haut doch da nicht hin. Irgendwas haut doch da nicht hin. Schießt mir. War doch schon wieder ein Bot. Denk mir, irgendwas haut doch hier nicht hin. Sophia, was machst du denn da? Was machst denn du da? Was ist denn los? Hast du Durst? Warum sagst denn du nichts? Kleinen Moment mal. Ja, feierst du dich jetzt, weil du jemanden umgebracht hast, der rumgestanden hat, nur weil er gerade mal eine Minute weg war. Jeremy, moin moin, kannst du Shop? Was kann ich? Naja, du musst nicht viel machen eigentlich. Also wenn das Auto ist ja schon hier in Deutschland, sage ich jetzt mal so. Was halt immer so das Teure ist halt der Transport, die Zollkosten und so weiter und so fort. Das Einzigste, wenn du jetzt das Auto schon hier in Deutschland hast, was du umbauen musst, sind nur die Scheinwerfer-Thematik. Also du musst halt Scheinwerfer nur umbauen. Ansonsten musst du nichts machen. Scheinwerfer, Blinkerfleisch noch, wo willst du hin? Ich muss mal. Seit der Sache mit Kfz-Fuzzi hier, ne? Mit Yunus besser gesagt. Und sein Golf 2, habe ich ja schon mal gesagt gehabt. Ich habe die ganze Zeit immer Bock auf einen 2er-Golf. Werden mir auf einer Tour, wenn ich generell so nach was suche, generell immer mehr 2er-Golf angeboten auf einmal.
Das ist irgendwie ein komischer Zufall, kann das sein? Ich habe nämlich hier schon wieder einen, der nämlich richtig geil ist. Einfach totales schöne Silber. Schwarzer Motor, schwarzen Dach und so. Tiefer gelegt halt, ne? Einfach total geil gemacht. Der mir halt einfach angeboten wird. Natürlich ist Golf 2 auch nice. Ich habe ja schon mal bevor, ich habe ja schon vor längerer Zeit mal gesagt, ich hätte auch mal Bock auf sowas, ne? Und dann kam der auf einmal das Ding raus, dass er dann Schuldenfund hat. Das wäre also geil. Aber wo gibt es eigentlich hier noch so Golf 2? Golf, generell so Golf 2. Also das ist auch noch eine Sache, die ich unbedingt machen werde. Was gebe ich ein? Ich gebe Golf 2 ein. Was wird mir angeboten auf einmal von eBay Kleinanzeigen? Golf 3, Cabrio. Suche ich nach Golf 3, werden mir Golf 2 angezeigt. Schau mal, geil das Ding. Dreier Cabrio. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht gehabt, ein Cabrio. Wäre auch mal was, was ich mir holen würde. 1600 Euro, Alter. Rot-Orange. Was ich halt wirklich auch noch interessant finde, ist dieses Country-Modell. Ja, da hat sich ja VW damals ja was einfallen lassen. Und das wo, hatte ich mal Ideen gehabt dazu, statt einen Golf 2 Country zu machen, so einen Golf 2 zu nehmen. Das ist ja alles, der Grundrahmen unterm Auto ist ja alles dasselbe. Ich weiß nur nicht wegen, weil da hat ja hinten auch noch ein Sperrdifferenzial drin, platztechnisch. Wie das platztechnisch ist. Und einfach einen Golf 3 Country zu bauen. Das wäre mal was, worauf ich Bock hätte. Weil Laderrahmen unten, dieses ganze Gestell, das ist ja sowieso alles eine Soße. Ne, einfach Laderrahmen drunter und dann Aufhängung, Hinterfahrwerk rein, das Hochschrauben, das sag ich jetzt mal so, ne? Dass es vom Abstand her passt und ja, das wäre mal was, worauf ich Bock hätte. Ich hatte mir mal vor längerer Zeit mal ein Video angeguckt gehabt, da hat sich jemand einen 1er Golf mit GFK Riga Breitbau angeguckt. Und wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere, ist sogar so ein 1er Golf, genau der 1er Golf jetzt im Netz drin. Oder immer noch. Schon seit längerer Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Ich finde auch das leider das Video nicht mehr. Ja. Ja, da wollte sich nämlich jemand einen 1er Golf holen als Dings und den halt noch schick machen. Und ja, 1,4er Golf, 1,4er Klima, Leder, Getriebeschaden, okay. Golf 1, 1,3er JGL. Ist auch ein schönes Ding. JGL, so das für eine Ausstattungsvariante. Golf hat das ja sowieso bei mir alles angefangen, meine Macke. Cheddar. Weil ich aber auf dem Vierer Golf mit Bock hätte. Sonst hat man die Dinger auch so für 500, 600 Euro. Boah, ist auch nice, auf jeden Fall, ja. Golf 1, Golf 2 unter Bodenschutz. Hohlraumversiegelung.
Centerfelgen. Fällt mir jetzt nicht so. Ich finde ja lieber keinen Stefan Cup BCW Alufelgen. Die werden auch immer teurer, ey. Das kostet hier 500 Euro. Ich verstehe es nicht. Hier gibt es keinen Golfkader im Umkreis von 50 Kilometern, machen wir mal 75 Kilometer. Also irgendwie. Golf 4. Werden mir auf eine andere 2.0er TFS Ino angezeigt. Hier Golf 4, Golf 5. Hier. Golf 2 Ersatzteile. Ein toller Ersatzteil, der schlachtet die hier. So, ey, da könnte ich schon mal ausrasten, wenn ich sowas sehe, ey. Alter. Ganz normaler Dreierkolb, einfach nur. Das ist auch ein recht guter Dreier. Oder für 2.900 Euro. Golf 4 mit 60.000 nur. Da los. Also das Ding schon aussieht, ist das ein Garagenauto. Steht da vorne in der Garage. Alter, der Motor sieht ja aus wie geleckt. Der Innenraum genauso. Na gut, bei 60.000. 56.000 Kilometer runter. Hier. Und das? Nee. Müssen wir uns sehen. Oder? Da. Erkennt man, glaube ich, nicht. Na egal. 56.000 Kilometer und dann Golf 4. Das hast du aber auch mega, mega, mega selten. Ist echt mal jetzt so. Vierer Golf. Ah ja. Golf VR5 Motor für 100 Euro. Was ist denn hier V? Motordefekt, genau was am Telefon. Schreibt mir einfach. Den Telefon nicht, okay. Ja, da für 100 Euro. Habe ich bis jetzt auch nicht gesehen. Ein 5-Zylinder in den Golf oder so. Beispielsweise ein 3er oder ein 2er Golf. Jeder nimmt einen VR6 Motor. Oder ein 1.8T, aber was ist mit einem VR5 Motor? Oder V6? Passt ja auch rein. Kein Golf 2 so richtig, doch suche Golf 2 hier. Golf. VW Jetta 1 Coupé 2.0er 16V. Alter. Jetta 1. Der will aber auch gut Geld dafür haben. Am nächsten, was da ein bisschen subjektiv ist, ist dieser scheiß Pilz. Es gab so letztens eins, letztens irgendein Auto. Es war glatt ein 2er Golf gewesen, den Marco sich unter anderem auch mal kaufen wollte eigentlich. Und genau der
war dann nach dem Leistungsprüfstand auf einmal bei eBay Kleinanzeigen drin. Da haben die Leute alle drunter kommentiert gehabt, so, Marco, jetzt kannst du ihn kaufen. Oder jetzt können die Leute kaufen. Ja. Nochmal ein Jetta 1, 1,6er Automatik. Mit 90.000 Kilometern. Alter. Jetta 1. Junge, geil. 1er Jetta. Ich geh kaputt, ey. Für 7 Scheine ist das. Oh, doch, hier. Hier steht ein 2er Golf. Ein US-Modell sogar. Das kann. Hä? Ich weiß gar nicht, dass es den Golf 2 als US-Modell gab. Ja, gut, das ist auch eine gute Eigenschaft. Das ist der einzigste Golf mit 93.000 Kilometern, den ich jetzt gefunden habe. Ja, da steht hier drinnen. Für nicht mal viel Geld. Was kostet denn das Ding? Steht bei mir um die Ecke. 6.500 Euro. 81er Zulassung. 1,6er Automatik, Tausch möglich. Steht hier. Von mir aus gesehen 70 Kilometer. Und der 2er Golf US. Alter. Kostet auch 2000 Euro. Schöner Golf 2 US Modell. Aus erster Hand TÜV-Berichte und Rechnungen vorhanden. Briefleiter nicht auffindbar. Seltener US Golf 2. Mhm. Ist auch wirklich der einzige, den ich gerade gefunden habe. Hier ist noch ein Golf 1 GL. 50 PS. Oh, und einen schönen Rot. Oh. So ein Ding würde ich auch gerne mal fahren wollen. Schön 1er Golf, ey. Doch hier ist einer drin. Golf 2 GL 6000. Wie sind die vom Markt auf einmal verschwunden, ey? Du hast sonst massigweise 2er Golf gefunden. Jetzt findest du gar nichts mehr. So, sobald mit dem 3er Golf passieren, so wird es auch irgendwann mit dem 4er Golf passieren. Doch hier. Hm, wow. Eine leere Karosse. Eine Country-Karosse. Auf den Anhänger. Toll. Dafür auch noch 1000 Euro. Mit Papieren wenig Rost. Alter, ey. Doch hier steht noch einer. Ein roter wieder. Der sieht auch noch saftig aus, ey. Komplett sauber, komplett ordentlich. Der Motor ist mir nur ein bisschen zu sauber. Ja, leider schon, ja. Leider schon, ja. Es sind sehr, sehr viele leider in Schrott gewandert. Oder hier geschlachtet worden halt, ne. Deswegen war es für mich damals wichtig gewesen, nicht den Golf einfach wegzuschmeißen, so wie es andere Leute immer machen, und einfach aufzugeben und auf den Schrott zu schmeißen, sondern den Golf irgendwie wieder zu machen. Also mein, das war ja mein Ziel, weil wenn ich immer so Anzeigen sehe bei eBay, ja, wenn ich immer so Anzeigen sehe, wie muss bis dann und dann weg, sonst kommt er auf den Schrott oder so, dann dreht mir immer schon ins Auge, da würde ich am liebsten hinfahren und die ganzen Buben kaufen. Ist wieder ein Golf. Golf 2 Country. Oh, der ist auch weggefault, Alter. Ui. Junge, da kannst du schon eine Suppe am Radlauf kosten, machen. Andere Seite geht, komischerweise. Es ist nur die eine Seite, die so vergammelt ist. Moin, moin.
Was meinen Sie mit, was gibt's Neues? Golf 2, 19E, Typ 19. Was ist denn nur Typ 19? Das ist mir jetzt gerade etwas unbekannt. 94.000 Kilometer nur. Schön Einnahmenwischer hat er. Das gefällt mir. Leider muss ich mich zwecks Fahrzeugwechsel von ihm trennen. Der Golf wurde von mir mit 180.000 gekauft. Es war ein 1.3 NZ, danach umgebaut auf 107 PS Golf 2. Leider hatte der Zylinderkopf einen Schaden und ich habe erstmal Golf 1 Cabrio Motor mit 1.8 auf 97 PS 110.000 eingebaut. Er wurde vom Vorbesitzer neu lackiert und der Unterboden verwachst, versiegelt und mit Unterbodenschutz behandelt. Von mir bekam er jedes Jahr neues Öl plus Filter und Unterbodenschutz. Elasco.